freue mich, dass ich jetzt nach knapp 2 Jahren über diese Klinik berichten kann. Bei dieser neuen Operationsmethode können wir eine Bypass-Operation durchführen. In dem gleichen Ausmaß wie bisher. Wir können also mehrere Bypässe anlegen, alle die erforderlich sind, auch an die Hinterwand des Herzens, ohne dass wir den Brustkorb vorne der Länge nach eröffnen müssen, sondern wir führen diese Operation auf der linken Seite zwischen der 4. und der 5. Rippe durch einen etwa 8 cm langen Schnitt durch. Das ist eine neue Idee, die ich nicht erfunden habe, die ich nicht hatte, sondern der Kollege aus Kiew, Professor Babliak, der das sich überlegt hat aus einer Kombination aus Kinderherzchirurgie, Koronarchirurgie und klassischen, lang bewährten Methoden. Und dann ist es eigentlich so wie mit jeder neuen, guten Erfindung. Man wundert sich hinterher, dass es nicht schon lange geht. Der Vorteil ist das geringere Trauma, Operationstrauma für den Patienten. Die Patienten sind nach der Operation direkt zu mobilisieren, erholen sich sehr wahrscheinlich viel schneller und kommen viel schneller zurück ins Leben. Ich bin nach 2 Tagen auf die Station verlegt worden und nach der Operation am Montag bin ich am Sonntag nach Hause entlassen worden. Ich erhole mich immer mehr, immer besser. Ich bin erstaunt darüber, dass es seine Zeit braucht, aber ich habe den Eindruck, dass ich Fortschritte mache. Ich muss berücksichtigen, dass ich 83 Jahre alt bin, aber ich kenne zu viele 83-Jährige, die mich beneiden um den Zustand, in dem ich mich befinde. Und auch das sage ich mir ehrlichen Herzens. Osthessen News. Sehen, was bewegt.